Das ist aber geil. Dann scheint es doch schon Richtung Arras zu werden. Wir haben nur noch 19. Blenheim ist abgeführt. Oh, wie doof. Dann müssen halt gerade die Rotten dabei mit okay da unten mal aufpassen. Wir waren doch nicht in der Zinne dann auch gleich mit dem Ding überhaupt, ne? Ah, ich sehe dich da auf meiner weiten Rolf, gell? Okay, ich komme also ganz leicht zu dir rüber. Ja. Ja, ihr kriegt ja mit, was Karaya sagt, gell? Ich fliege jetzt auch irgendwie vorhin zu auf Hallo knapp 60. Ja? Ne, jetzt habe ich mich gewispert. Ah, jetzt hat er gewispert. Nee, das wollte ja anscheinend ja niemand wissen, wo die Speedy sind, also wisper ich. Wie geil. Wo waren die? Wenn ihr mäkelt, kann ich auch so. Kannst du uns bitte mit deinen Feindmeldungen nicht belästigen? Ja? Also wirklich, für wen hältst du uns, dass wir da die Spittys abschießen wollen? Wirklich. Nimm deine Spitz und geh gefälligst woanders hin. Spiel woanders. Lass uns hier ziellos einfach über den Kanal fliegen. Das macht viel mehr Spaß. Total. Ja, meine Herren, wir sind eine Dreiviertelstunde umsonst rumgegurkt bisher. Ja, das ist halt der Nachteil bei dem Verteidigen. Wie gesagt, ich bin immer lieber der Angreifer. Da hat man immer Action. Ja, das stimmt. Und ich hatten halt Glück, wir konnten Hanseat wenigstens retten und freischießen. Danke nochmal dafür. Vorsicht, Karai, die können gerne. Uns natürlich auch in der Falle locken. Ich hab einfach mal nach rechts unten geguckt und hab dich da durchfliegen sehen und dachte, ach, wo sollen denn die Spitz sein? Hab ich es auf einmal hinter dir entdeckt und dann gleich weggeschossen. Noch? Ja, der Wasserkühlerschaden, da hab ich schon Freiberg gesagt, komm, lass uns wieder weiter nach Berg runterfliegen, nach Abbewilbucht runterfliegen, wer weiß, wann die uns brauchen. War ja noch bevor wir nach Bier wollten und dann meint er so, ja, die fliegt uns jetzt wieder hinterher, schon gut aufkommen, dann gibt es halt nochmal aus, hey. Aber das hat schon eher. Ja, ist noch eine Speedy. Ja, der hat anscheinend. Der ist anscheinend Verstärkung für die beiden. Ja, ich sag ja, hier oben macht es mir immer wenig Spaß, ehrlich gesagt. Ah, oh, der fliegt gleich, wenn es so aussieht. Interessant. Was macht der? Der macht weiter an, die beiden verpissen sich. Es ist allein, na fein. Sag ja, also, nichts dagegen. Jetzt gehe ich mal unter Control. Wobei, verpissen würde ich nicht sagen, weil der eine ist, also die sind auch irgendwann wieder da, wenn sie wollen. Ja, ich meine, aber ich finde es gut, solange der ist ein schönes Ziel. Solange der uns nicht wieder nach Westen zieht, ist alles ja. Punkt. Du ziehst übrigens Contrail? Ja, wir hatten beide Contrail gezogen, aber ich gehe jetzt auch wieder runter. Ja, das ist vielleicht nicht so förderlich. Verschreckt das Reh. Die Spitty, da kam eine dritte dazu und die anderen zwei sind nach England abgegangen. Sagt ihnen doch nichts, die wollten nicht English schießen. Point und Middlestone auf Hallo 65 rein. Trocknet Fußes und fliegt Ostkurs. Wie sollen sie doch Kuchen essen? Mit englischen Tee trinken. Oh, jetzt glaube ich, komme ich langsam ran. Na, wer hat das gesprengt? Kann sein, dass er dich gesehen hat. Wahnsinn, was du mit deiner N, wie du da davon ziehst auf der Höhe. Ist Wahnsinn, ich krieg ja Vollgas. Und reiß immer hier ewig ab. Mitte Kanal. Glaub ich dann. Boah, es ist langweilig hier mit dem Kanal. Boah, der drückt voll an jetzt. Genau, ja, ich seh's. Der Server ist voll, oder? Ich brauch leider lange, bis ich bei dir bin. Ich find's cool. Bei mir fängt es schon an zu schütteln. Ja, macht ja nichts kaputt, der Pfade. Bei mir fängt auch gleich was an zu schütteln. Blenheim ist abgestürzt, wurde getötet ist abgestürzt. Ja, wunderbar. Das war bestimmt ein Rampenstart. Hä? Was hat die Speedy jetzt gemacht? Was für ein Behinderter? Vielleicht hat er sich ja was abgerissen. Ja, wirklich, das stürzt gerade voll durch. Ich hab hier eine 110 auf Control vor mir. Das bin ich. Finger weg. Ja, ich weiß nicht, was der Behinderte macht. Der stürzt gerade voll durch bis aufs Deck. Ja, dem hast du auf jeden Fall Angst gemacht oder ja, vielleicht auch. Nein, das glaube ich nicht. Der hat glaube ich nicht mal gewusst, dass ich da bin, weil sonst hätte er gekurvt. Er hat einfach nur wie ein Mongo angedrückt.
Da ist an der Küste aber noch bei Folkestone einer niedrig, den schaue ich mir mal an. Kann das sein, dass er dumm ist oder sowas? Oh, unter dir geht gerade einer durch. Irgendwer wie ein Mongo-Antrag. Meinst du den gemeint, den du gerade passiert hast? Nein. Das ist ganz nah passiert. Der aber ist eine Feindmaschine. Wenn ich da für dich die angehe. Ja, geht die an. Nord-Nord-östlich. Das Hallo etwa 30. Ja, geht die ruhig an. Ich stütze gerade Richtung Hawkins eine Spitty an. Wie hoch ist die Spitty? Pilot Kill. 10. Boido. Okay, ich steig mal Richtung French Point raus. Ja, also ich flieg erstmal nördlich hier. Ich passiere gerade Lüm. Hallo 30. Also kannst gern hier irgendwo in der Nähe bleiben. Gehen jetzt gleich über in Bertha Emil 2-3. Heck, bist du dahinter? Ja, raus. Wir sind jetzt bald an der Küste, dauert nicht mal lange. Ah, jetzt habe ich endlich Sicht auf die Bomber. Haben noch ungefähr 15 Kilometer bis zur Küste. Ich schätze mal, es sind ungefähr um die 15 Bomber. Wow. Frage Angriff? Noch nicht, noch negativ, noch nicht, noch ein bisschen warten. Ich würde sagen, kurz vor der Küste greift man, ich sag's dann nochmal für alle. Positioniert euch mal hoch über den Bombern, hohe 12 am besten, dann gehen wir rein. Jagdschiff ist trottelig drumherum verteilt und tief. Also das wird ein einfaches Fest für uns. Wie du hast dich zu den Bombern, geh zu den Bombern. Wunderbar. Ja, Spitfire über den Bombern auf 60. Noch nicht angreifen bitte. Noch nicht. Und wie du hast Wasser, oder? Ja, ich bin alt. Das hast du gesagt, fast geschlafen. Ja, ich hab Wasser. Da sind schon einzelne 109er dran. Wirklich? Ja, nix. Kommt noch eine Abschussmeldung. Der Hauptverband ist noch zusammen. Jetzt haben sie noch weniger als 10 Kilometer. Oh, vom Messen ist ganz knapp vor den Kirchen sind sie jetzt. Da sind zwei, drei. Okay, wir haben jetzt vier Rotten, die dran sind. Dann, meine Herren, Pauke, Pauke auf die Bomber. Jetzt Pauke, Pauke auf die Bomber. Freie Jagd. Oh. Löst euch ruhig in den Rotten. Pauke, Pauke, es geht los. Vektor. Vitamine. Rottlebahne stürzt rein. Aus Halo 70 fallen. Pauke, Pauke. Versucht immer von vorne nach hinten anzugreifen. Schön die Führungsbomber wegknallen. Immer noch in Bertha Emil und gleich an der Küste? Ja, in der Stadt Dünkirchen sind wir einfach fast. Einfach noch die Kirchen gegen Dünn. Überfliegen gleich die Küste. Ja, Viktor, hab dich, danke. Angreift, meine Herren, jetzt alles, was geht. Drehen auf, rein. Vorsicht, nicht nach Norden rausfliegen, wir haben mehrere Spitties auf Halo 40, 45. Sieht schön eng bei seinem, jetzt fliegen sie über die Küste rüber, kriegen jetzt trockene Füße direkt über der Stadt Dünkirchen. Zentrum Dünkirchen, trockene Füße. Halo immer noch ungefähr 5-0. Viele Plänen haben. Links außen, nee, jetzt schon 146 von einem Spit. Bomber sind Halo 40. Oder 40 kann auch sein, ja. Ja, sind ein bisschen, die sind ein bisschen runter. Boah, Wahnsinn. Das ist mal eine Masse. Schön. Geile. Sie drücken an. Rein. Hansi hat sich. Die sind am westlichen Rand von Dünkirchen jetzt. Trocknen Fußes. Sind Hallo 20, Hallo 25. Lass mir möglich mal die Führungsmaschine in Ruhe, wenn es geht. Wie die Motor ausfallen. Wie hat das auch gekommen? Boah, schön 110. Das ist gut, wa? 109 bekommt 6 hinter dem Bombern. Gehen jetzt alle runter, die sinken Hallo? Alle stark durch. Ja, 109 hat 6. Einfach mal checken, jetzt in der Roll. Kann ich bestätigen. 110 mit Wasser am rechten Motor hat 6. Das bin ich. Ich hab die Speed hinter dir, wie du beschossen, aber ich glaub, die hängt dir noch. Ja, ich stehe auch Richtung Kalle.
Vorsicht, wer auch immer da gestürzt ist. Eventuell Karaya, 6 checken einmal das Gebiet, eventuell. Gehen wir runter, mach mal einen Bruch und geh aus der Tech-Schütze rein. Die fliegen aber nach Santo Meer. Morido, die hat keine Höhenruderflossen mehr. Ja, Vorsicht, hier sind bei den Bombern aber natürlich noch Feindmaschinen dabei, also Spittis meine ich. Eine Spitty bei der großen Wolke. Oh. Bei der einzelnen großen Wolke, gerade durchgeflogen. Oh, zu schnell. 110 kriegt 6. Ne, Blenheim ist das. Ui. Blenheim kriegt 6. Hansi, halt, ich sitze. Wir sind zum Teil auf Baumwipfelhöhe. Ja, ist extrem auseinandergesprengt hier alles. Müsst ihr jetzt mal gucken, was noch übrig ist. Rein? Manche liegen schon auf dem Boden, manche sind abgeschossen. Victor, ich gehe auf eine flache Grad hier. Ich gehe auf die Vorderstelle, was gerade geschossen worden ist. Bis frei. Du, ich glaube, ich sehe dich. Ja, schieß gleich. Ja, seid zu zweit, Vorsicht. Oh, fuck, ja, Da kommt jetzt von Norden noch eine frische Spitfire dazu, Halo 10 ungefähr. Ist aber nur ein paar Kilometer weg. Ist weg, kann sie auch. Gut, da waren wir jetzt alle gleichzeitig dran, kann das sein? Ja, danke, oder? Alternative 6 ist eine. Genau, was die auf die Ohren fallen. Nee, Spit, unter dir. Ah, schon geschossen. Eine Spit geht an die 110 langsam ran, Vorsicht. Gerade geschossen hatte auf die Blenny und den Flügel abgeschossen hatte. Ja, bin dran. Oh, die erste Blenheim, schweren Platz. Alles gut, Hansi, uns. Ja, die Spitty geht rein. Ja. Schön, wo will du? Guter, welcher Platz ist das? Ich weiß nicht. Guter, welcher Platz ist das genau? Akkers? Der östliche sein, noch der östliche. Mal direkt. Verstanden? Die hat geworfen, konnte nichts mehr machen. Ah, ich sehe sie, okay. Könnt ihr mal sagen, auf welchem Platz? Sankt Omer oder wo? Ja, der am Wald, das ist Sankt Omer Clermarie. Clermarie, wie der heißt. Ja, an dem wir ein SOB hatten. Ja, mehreres meint ihr hier, glaube ich. Ah, ich greife eine an jetzt, die zieht gerade über Lisa hoch. Hat gerade geworfen. Gleich Spritlampe angehen. Und ja. Ui. Awesome. Oh, eine 109 nördlich des Platzes hat 6 von der Speed, aufpassen auf Halo 10. Ja. Könnte ich sein. Zieh sie einfach. Ich glaube, die kommt gerade nicht dran, die ist aus einer Kurve, hat sich dich. Genau, auf die stinkende Blenheims. Sich an dich dran gehängt. Hm. Ich sehe sie nicht. 109 hat angedrückt. Die 109 schießt gerade auf eine Blenny und steigt hoch. Wenn das einer von uns ist. Das war ich gerade, der geschossen hat. Ja, dann hast du eine Spitty hinter dir. Victor, danke. Aber weiter, gell? Ja, da geht gerade eine andere. Ne, da kommt schon ran. Pass auf. Ja, sag mir, wie weit er ist. Ja, mach was. Ganz nah, sag doch, dass er ganz nah ist und gleich schießt. Er hat doch gesagt, mach was. Also, wir haben beschossen. Von was? Okay, danke, bin ich erstmal wieder frei. 109. Oh, Entschuldigung. Friendly Fire. Ja, ja. Konzentration. Quad intern. Ja, du bist so tief, danke, dann habe ich gedacht, der bombt die Sau. Noch nicht mehr. Der Vorsicht, der hat mich weiter angegriffen. Pass auf, ihr seid doch zu zweit dran. Zu dritt und zu viert jetzt, Vorsicht bitte. Ich habe meine letzten 20er da reingeballert, da hängen aber, weiß Gott, wie viele 109er da hinten. Ich bin Nummer 1 im Moment. Das ist eine E3 gerade dran gewesen. Ja, E3, ja. Der Spitfire kommt nordöstlich. Was ist denn aus der Blende gerade rein noch? Die ist abgeschossen. Die war ziemlich lediert. Ist die tot? Speedy stolt sich rein. Hält bitte nochmal. Ja. Oido. Nordwestlich, St. Omer, Spitfire auf Deck rein. Auf Deck habt ihr gehört, ja, nordwestlich, St. Omer auf Deck. Stück mal weg noch. Ja. Ungefähr Bertha Friedrich 20, denke ich. Ja. Hat sonst noch jemand Feindkontakt?
Negativ. 10 und 109er. Hast du gesagt Beta Friedrich 20? Ja. Okay, also leicht nordöstlich sozusagen, also von St. Gomera. Ja. Auf Deck war das ja, okay. Nehmen wir kurz auf. Ich muss landen gehen. Ich hab irgendwie nichts. Weder Sprit noch Muni. Du wirst wahrscheinlich mit der klarkommen, oder, Cat? Jetzt mach nochmal eine Meldung, wo bist du? Wo ist sie? Ah, ich sehe, ich glaube, ich sehe sie. Kommt wirklich Nord-Nord-Ost. Ich habe einen tiefen Kontaktflug zum Richtung Flugfeld, zum Ziel, ganz tief. 5 Kilometer vom Platz entfernt, nordöstlich, flach. 5 Kilometer vielleicht. Östlich. Weit. Nord-Nord-Östlich. Da bin ich doch jetzt gerade. Keine Ahnung, was es war. Ja, nordöstlich jetzt. Kommt jetzt zu uns. Ah, ja, auf dann noch 2, 3 Uhr hat tief und 2 Uhr. Ah, ich sehe euch. 109 hängt schon dran. Ah, Victor, ich berühre euch. Ja, das sind so viele. Da bist du jetzt von Deutschland? Komm ich nicht mehr rechtzeitig hin. Hat Wasser? Schön. Ja, ich jetzt auch nicht mehr. Okay, mal schauen, ob der sich noch fängt. Ich glaub's nicht. Ich glaub's auch nicht. Nee. Kein Recovery mehr. Ja, da jetzt geht er rein. Definitiv nicht. Horido. Nochmal wie du. Ja, schön. Okay, dann war's das, würde ich sagen. Hat der jemand zweite war ganz nett, gell? Der zweite war jetzt schön, ja. Wenn wir's machen, machen wir's richtig. Auch war auch gut, wie die Füllung gehalten wurde, hat alles gut gepasst. Der Funk war ein bisschen chaotisch, aber hat dann noch, war effizient und hat funktioniert am Ende. Ja. Gut, dann alle Mann wieder landen, am besten auf dem Platz, wo wir gestartet waren. St. Omer, Arques im Süden. Bravo, Berta, Emil, 19, Ziffernblock 3. Victor. Ja. Oh ja, trotzdem hat er jetzt einfach mal 2000 Meter verloren. Frage, wo seid ihr? Dui, Karaja, alle anderen. So zwischen French Point und Dover. Ja, also zwei Drittel des Weges auf Hallo 60. Noch eine Feindmaschine Richtung St. Margaret's. Hallo 60. Hallo 70. Ja. Vorsicht, die 109 auf Hallo 62 in St. Margaret ist jetzt wieder frei. Vorsicht, 109, du bist frei. Aufgegeben, ein Treffer auf dem Flügel. Bei 30 für 15. Ja, wenn es gut läuft, komme ich jetzt auch schnell ran. Und natürlich in rein. Dem Moment, wo ich geschossen habe, kleiner Lag. Ja, ich gleich. Ja, da war ein Treffer dabei. Ja, aber schlecht. Ich komme auch mal rein. Ja, jetzt nochmal kurz, bin raus, 20er. Noch eine Maschine davor, eine Feindmaschine. Okay, super. Hoch oder tief? Selbe Höhe. Hab ihn raus, hab dem nochmal drauf gegeben. Da kommt. Oh ja, die setzt sich. Rein, Vorsicht. Ja, die versucht sich hinter mich zu setzen, aber ich glaube, die hat nicht genug Energie. Zehnmal. Ja, nee, er geht auf den anderen jetzt her. Ne, jetzt bin ich. Ich steig gerade über Wolf. Der bleibt aber unten. Ja, drückt wieder an. Ist vielleicht eh dasselbe von vorhin. Na, ja, könnte sein. Boah, da kann schon in der Zwischenzeit wieder gestiegen sein. Wir waren ja auch ein bisschen runter jetzt, kann schon sein. Ja, geht beide runter. Die andere 109 hatte gar nicht zu uns gehört? Denk nicht. Weil. Seid ihr jetzt in der Nähe von Dover dann eigentlich? Wir sind jetzt so 10 Kilo, knappe 10 Kilometer. 109 hier, Mitte Kanal zwischen English Point, zwischen French Point und Folkestone wird gerade angegangen von SPD. Hallo. Ja. 25, 20. Okay. Die geht gerade unter mir durch. Ich drück mal Richtung Dover an, ich habe 6. Ich drück mal runter auf die. Herr Reiter, würde ich mal Hanseat suchen. Ah, nee, okay, alles klar, nee. Bist du das wohl? Ist schon zu spät. Da ist eine 109 in der Lisa, hat eine Speedy dran. Speedy bricht weg. Ja, nee, okay, Hallo ist 40.
deutlich höher als gedacht. Die sind inzwischen auf. Ich steig gerade hoch. Die andere 109 geht gerade runter auf die Speed, so wie es aussieht. Die Bahnhof fliegen die nach Jelinova. Machen wir eben. Kann sein, dass sie nach Jelinova fliegen. Oh, da bestimmt sie. Boah, die machen Konturenflug jetzt, so tief sind die. Das sieht man kaum noch. Dann machen wir die Reste-Rampe vielleicht. Ah, da ist schon 109 dran. Ah, ich sehe glaube ich schon ein paar hier. Kann schon sein, dass ich ein paar hier sehe auf meiner 1 Uhr Dui. Die sind schon, glaube ich, ganz nah dran. Ja, Victor, ich sehe auch. Aber die sind ziemlich aufgesprengt, kann das sein? Also keine. Die sind noch ziemlich zusammen. Oh, die waren bombentief, passt auf. Boah, ich sehe sie da vorne. Da vorne, ein gutes Stück davor gerade. Ja, jetzt sehe ich sie. Greif auch mal mit an. Aber wobei, es ist nur ein. Ich schau mal, ob ich hier ein paar Nachzügler abgreifen kann. Ja. Ich bin noch weit hinter denen. Ich bin die vorderen rein, ich bin da ein bisschen auf. Vielleicht schneide ich den noch. Weil das ja die höchsten irgendwie nehmen könnt. Ich glaube, die sind alle flach, oder? Wenn ich es richtig sehe? Nee, nicht ganz. War ja alle so unter, definitiv gute Stück unter 10, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ja, ich habe hier eine Speedy am Deck, die den Bombern hinterher fliegt. Boah, das sieht aus hier, Wahnsinn. Ja, krass. Komm, ja, geh rein, deine Bahn, wenn du kannst. Bin dabei, aber das schießen echt gut. Ja. Ach, bist du von einem... Ich hau mal Web rein. Oh, mein Motor rüttelt schon. Naja. So, wo ist Rallye? Lass sehen. Ich sehe es ja ehrlich gesagt noch gar nicht. Ey, da seht ihr ja noch. Hey, wer geht denn hier an meine Speedy? Das bin ich, das ist meine, die ist weg. Bleibt an den Führungsbombern wenigstens in der Nähe dran, sonst. Ah, ich hab sogar weg. Nein! Oh, da vorne, ne, wo ist denn? Ich sehe immer noch nicht Rallye Noron, aber es müsste doch erzählt sein. Da sind jede Menge Dots noch drauf zu von hier. Ah, ich sehe es schon. Da ist noch eine Speedy vor uns. Ihr greift schon an, oder? Hab ich das jetzt. Wer ist da hinter mir auf meiner 7? Boah, da muss mich einer weggerammt haben, oder? Bin ich schon am Flugfeld? Ne, aber noch nicht. Gleich. Wer ist das hinter mir in meiner 7? Freiberg. Okay, Freiberg. Oh, ist es der Platz dahinter? Wäre es aber noch gut entfernt. Boah, ja, da komme ich auch nur extrem lahm ran. Also ich bin bei Really, aber... Really. Komm dann, really, genau really, hier really. Einfach. Das ist immer circa, was ich guck, bis 20 Kilometer weg, würde ich sagen, ne? Welche Richtung? Ja, kommt dann eher nochmal hin. Wow. Muss Richtung West, Nordwest kriegen, irgendwie. Die eine Kurbel jetzt hier. Ja, lass die. Bleib an den vorderen dran. Heile Kill. Speedy ist tot. Hallo. Na, ich bin jetzt an den hinteren. Oh, Freiberg ja, ran an die Kilometer, dann sind sie dran am Platz. Komm wirklich aus dem Westen, wie du. Man glaubt mir ja nicht. Ich wiederhole es nur nochmal, weißt du, manchmal Fake ist besser. News. Aber wie du, mach doch mal was. Ab zur Hölle! Really? Supli, please. Also ich denke doch, dass es hier really ist. Das ist deren Supli-Train. Da solltest du die langsam abschießen, sonst ist es zu spät. Oh, really, Norin von Death, bin ich. Ja, ist doch gut. Wo ist die Platz. Dann wird das wird auch gleich bombardiert. Ja, soll ich die jetzt allein abschießen? Ja, ja schieß doch endlich! Komm ran. Ich bin auch gleich dabei. Pass aber auch gut gleich. Ja, irgendjemand hat mich gerammt oder sowas. Ja, die nee, rammen die schmeißen Bomben teilweise. Pass auf, die gelbe 4. Ah, ich seh den Pulp. Ja. Da ist eine Spitty übrigens hier, Freiberg, die hat uns gerade volle Wäsche passiert. Ja. Ich zoom mal hoch und versuch die anzugehen. Ja, Motoren sind aber aus. Geht runter. Stütz mal drauf auf die Spit. Geht gerade unter mir durch. Na? Na? Ich baller hier eine nach der anderen. Auf tiefen. Ah, die kommt aber an. Ja, jetzt sind sie 2-3 Kilometer vom Platz. Ah, wer schießt da gerade vorne auf die 2? Ich.
Oh, du in der 110, Victor, Victor. Mach sie fertig. Oh, schön. Oh, die ist hin. Ach, die erste ist gleich über den Platz. Victor, baller sie weg. Ich lasse sie dir, Bido, ich hol mir die hinteren. Da kommen dahinter nämlich noch einige. Bin gleich wieder bei euch, ich hab schon wieder Sicht. Ah, dieses Geruckel. Ja. Jetzt sind sie wirklich am Platz. Vorsicht, Bido, die werfen natürlich. Ah, oh, fuck. Oh. Das war der scheiß Jäger. Juhu! Der den Bloody. Schnell von, Dui, von St. Omer, ja, ganz schnell hin. Ah, ja, durch, ist Spidi unterwegs. Ja, ja, hier ist am Deck noch eine Spidi. Schaffst du direkt. Wenn du brauchst noch zwei, drei Minuten, bis du da bist. Ja, klar, dahinter sind noch ganz viele, wie du. Na gut. Wohin fliegen sie denn ab? Einfach. Dann nicht nach Norden, würde ich sagen. Ah, da ist noch nichts mehr übrig. Nee, das würde ich nicht sagen, da war noch ein paar. Nur noch gehacktes. Ne, da hinten ist noch eine intakte. Oh, die kriegen eine Kill. Freudo. Schön. Komm, jetzt haben wir das. Oh, so, eine Speedy nicht über den Flugplatz, sondern am Perimeter. Also ein bisschen auswärts. Ah, stürz ab. Nein! Ah, oh, tot. Oh. Speedy, das sah schön aus. Weiß. Ah ja, direkt nach dem Start sieht das für die Platz. Oh, da schlage ich die Bomben ab. Oh, oh mein, wie war denn das passiert? Ja, ja, es ist spannend. Es sind weniger Dots. Au! Au, au, au. Da hat mich eine Plenibombe erwischt. Und das tut weh. Ja. Wie fliegen denn die bitte ab? Die kann fliegen nicht, nicht wirklich ab, so wie ich das sehe. Die sind alle ganz ziemlich zerfickt. Die letzten zwei sind gerade immer am Platz. Es sind nur noch zwei? Boah, die Plenibombe hat mich zum Cabriolet gemacht. Rein. Achtung, eine zieht immer am Platz. Da wo die vielen raus sollen sind. Oh, Hacker, schön. Bodo. Boom. Bodo. Ich sehe da keine drüber fliegen. Nee, ich sehe auch keine. Nee, wir haben sie gecasht, okay. Aber sonst ist noch nichts mehr, ich sehe nichts mehr rum. Auch eine brennt noch, aber die ist auch schon hinüber. Eine liegt hier am Boden, geht aber von der Flak schon. Der gute Bu. Na, ich hab doch drei abgeschossen, das reicht noch. So. Kann ich auch wieder gehen. Oh. Jetzt wollte ich doch eigentlich. So, ich muss glaube ich hier landen gehen. Komm, Maschine ist komplett zerfickt. Kann sich gerne jemand anschauen kommen. Ich bin hier Cabriolet und habe auf der rechten Seite so gut wie gar nichts mehr dran. Das muss doch keiner sehen. Wo landest du? Hier. Gut, will ich nicht sehen. Hier bald dort? Oder really not? Illness. Really not really. Warte noch, wo diese landet. Really will? Sind denn jetzt auch sicher alle unten? Dass da nicht noch welche nach Hause kommen und das weitererzählen können. Nee, ich hab grad gefragt, wo die dann über den Platz lang dort. Ich hab grad gegoogelt, ist keiner mehr unterwegs. Und seit Nudo hab ich auch keins mehr. Ja. War die Flak schießt, oder? Ne. Ja, da liegen noch welche am Boden. Also. Da fliegen noch welche am Boden. Da liegen Boden noch jemand Boden. Welche am Boden? Was? Boden und Boden. Hab ich sogar noch Fahrwerk hier? Fahrwerk? Hat er Fahrwerk? Fahr oder Werk? Eines von beiden. Fahrwerk? Hat Fahrwerk? Cool! Ich hatte vorhin ein Video gesehen. Auf YouTube. Die 12 schwersten Landungen oder sowas. Da gibt's irgendwo eine Piste, das sieht aus wie eine Berg- und Talbahn. Kann, das nur ist sicher der, geil. Kann nur bei der Amis irgendwo sein. Ah, Karaya, ich hab dich gesehen. Uiuiui. Ich hab nur auf einer Seite Fahrwerk. Ja, warte mal, ich guck mal, du hast. Interessant, hinter deiner Motorhaube. Oh. Da fehlt was. Da fehlt ein bisschen Cabrio, viel. Und dann hast du. Was ist denn das für ein Schadensmodell? Heftig.
8,4 verfehlt. Aber du hast überlebt, würde ich sagen. Ja, really? ich bin komplett unverwundet. Meine Maschine ist nur komplett für den Arsch. Ja, das musst du dir dann mal im Video von außen ansehen. Das sieht schon, war mal eine Ehrenrunde. Die Verwundung habe ich dafür eingesteckt, aber ist alles andere ganz. Hui, schöne Überflüge hier. Boah, hier fehlt ja rechts hier komplett die Landeklappe auch. Kontakt zur Uhr. Ruder ist schon Querruder ist komplett im Arsch. Du hast nur noch eine rechte Höhenruderflosse, kein Seitenruder mehr. Mhm. Kein Wunder, da hätte ich auch nicht anders landen können. Und krass ist halt, hinter der Motorhaube fehlt dir alles, die ganze Abdeckung. Und da sind richtig krasse Löcher drin, so wie ich noch nie gesehen habe. Dein linker Reifen ist zerplatzt, dein Sprit läuft aus. Mein Sprit läuft aus, ich flieg nach Haus. Rabimmel, 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 bim, bim, bim. Machst du denn zur Sammlung oder zu dritt? Machen wir einen Laternenflug? Oh ja! Kannst du überhaupt noch fliegen? Was ist denn das für ein Platz mit dem Hügel genau in der Mitte? Ist der Wildkalon oder? Hügelstadt. Merville, ja, ist der schöne Platz zum Springen. Alter, zum Glück habe ich genau davor gebremst. Der Hügel ist aber. Der Hügel ist cool. Mag mein Hügel. Oh, Maschine ist auch komplett tot, weil mir die eine Speedy die Batterie zerschossen hat. Kein Licht oder sonstiges. Freiberg hat auch solidarisch die Haube abgeworfen. Aus Versehen jetzt, ja.